It's really impressive to see what Smart Riga is doing there. Jetzt haben wir ja gerade, und Linda Ursula hat es gerade schon gesagt, auch so ein bisschen den Blick in die Zukunft gewagt, auch was passiert in Riga. Wir wollen dabei bleiben und noch weiter in die Zukunft schauen. Und KPMG hat uns jetzt versprochen, ein Stück weit die Zukunft vorauszusagen und da vor allem zu schauen, welche Chancen das Ganze für die öffentliche Verwaltung bietet. Der Zukunftscode, gemeinsam die Trends der Zukunft entschlüsseln, darum geht es jetzt. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Mareike Barth und Professor Dr. Heiko von der Gracht hier auf der Bühne und bitte um einen großen Applaus. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg zu uns an die Arena Stage gefunden haben, um mit uns gemeinsam den Zukunftscode zu knacken, also einen Blick auf die technologischen Trends von morgen zu werfen. Mein Name ist Mareike Barth. Ich bin Partnerin im Bereich Public Sector Consulting der KPMG und freue mich, meinen Kollegen Heiko von der Gracht bei mir begrüßen zu dürfen. Heiko, ja. Du bist Zukunftsforscher. Bedeutet das, du besitzt die berühmte Glaskugel und kannst uns die Zukunft vorhersagen? Du meinst so, wie wir hier auf der ersten Folie sehen, die Glaskugel mit Einsen und Nullen? Nein, Zukunftsforschung hat natürlich nichts mit Esoterik zu tun, sondern das ist heute eine wissenschaftliche Disziplin. Wir haben die gleichen Gütekriterien, wie wir sie in allen anderen wissenschaftlichen Disziplinen auch haben. Objektivität, Validität, das Ganze muss in sich stimmig sein, wenn wir über die Zukunft valide Annahmen treffen. Und demnach ist es nicht wie das Orakel von Delphi, was wir hier sehen, beziehungsweise das ist am Fuße des Orakels. Das ist häufig eine Verwechslung, das ist der Tempel der Athene am Fuße des Orakels. Da ging es darum, wirklich die Zukunft vorherzusagen. Unser Leben war in der Antike vorgeschrieben. Die Pythia, die Priesterin, hatte den direkten Draht zu den Göttern und hat gesagt, das oder das passiert in unserem Leben. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Wir können Zukunft gestalten. Wir können in den Märkten durch Allianzen auch was bewegen. Und das Orakel ist von daher abgeschrieben. Wir kennen eine ganze Reihe mehr an Methoden, wie wir das professionell machen können. Das sehen wir hier auf der Folie. Du hast rüber geswitcht. Auf der linken Seite vielleicht nochmal so ein bisschen das, was uns alle umtreibt. Ja? Es gibt diesen World Uncertainty Index und der misst unter anderem auch, wie wir kommunizieren. Wie oft benutzen wir eigentlich das Wort Unsicherheit, dass wir uns unsicher fühlen, verwandte Synonyme. Und wir sehen, die Amplitude, die nimmt zu, natürlich auch mit den ganzen Polykrisen, mit den Störungen, die wir weltweit, die auf uns einwirken. Und wir sagen von dem her immer häufiger, wir fühlen uns unsicher, wir leben vielleicht sogar in einer VUCA-Welt. VUCA heißt an der Stelle volatil, komplex, unsicher und an manchen Stellen auch doppeldeutig. Und das bedingt, dass vielleicht die klassischen Planungsverfahren, die wir kennen, gefährlich sind, alleinig historische Daten vorzuschreiben. Im Bereich Zukunftsforschung kennen wir deshalb heute ein ganzes Sammelsurium. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht ein Zukunftsforscher eigentlich den ganzen Tag so, dann ist man insbesondere darin geschult, die Klaviatur der Methoden auch im richtigen Kontext anzuwenden. Ja. Von Szenarien über Zukunftswerkstätten, Roadmapping, Backcasting. Und das sehen wir auf der rechten Seite. In diesem Hype-Cycle eine ganze Reihe an verschiedenen Methoden, die wir heute kennen. Und auch die haben natürlich unterliegen so ein Stück weit Trends. Ja, momentan ganz angesagt die kontinuierliche Vorausschau, Continuous Foresight mit einem Prozess zu implementieren oder aber auch Szenarioplanung und Trends. Wir haben es hier gehighlightet, kommen wir gleich noch drauf. Ja, spannend. Also es gibt tatsächlich sehr wissenschaftliche Methoden, um hier Vorausschau zu betreiben. Und dann lass uns davon ausgehend doch mal schauen. Ich meine, die technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren haben rapide an Fahrt aufgenommen. Wo stehen wir denn aktuell und wie geht es dann auch von da aus weiter? Genau, auch da haben wir was Schönes vorbereitet. Also wenn ihr euch fragt, wovon träumt der Heiko nachts oder was vielleicht sogar was raubt mir eher den Schlaf? Ich stolper bei unseren Analysen, natürlich mit unseren eigenen Expertinnen und Experten, aber auch bei der externen Recherche, die wir machen, über eine ganze Reihe von Single-Point-Forecasts, also wo Annahmen getroffen werden, dann oder dann passiert etwas in einem Markt. Eine Technologie ist marktreif, wir können sie einsetzen, es wird eine Massentechnologie. Ja. Und ich habe mir immer schon gewünscht, das mal zu sortieren, ja, auf einem Zeitstrahl. Und das haben wir gemacht, damit haben wir vor 7 Jahren begonnen. Wir updaten das immer und das möchte ich jetzt hier mal zeigen. Wir haben zum einen jetzt mal die durchgezogene Linie. Das sind Voraussagen, die wir gefunden haben bis ins Jahr 2271. Als Forscher würde ich sagen, ein bisschen Scheingenauigkeit ist dabei. Wir haben ganz viele menschliche Denkfehler, Human Biases und alles, was krumm ist,
dem glauben wir tendenziell ein bisschen mehr. Ja. Ne? Wir sehen, da sollen wir in einer telepathischen Gesellschaft leben. Arbeitszeit irgendwann unter 20 Stunden, kann man schon diskutieren. Wir haben hier weitere spannende Sachen. 2045, da soll KI menschliches Niveau erreichen. Und wenn wir die Forschungsstudien anschauen, in Nordamerika ist man ein bisschen skeptischer, da ist es irgendwie dahinter. Die Asiaten glauben, es passiert früher. Elon Musk glaubt in 2 Jahren. Ne? Also da ist eine ganze Menge an Musik im Markt, was die Einschätzung angeht. Und das ist aber, das sieht man in der Headline, vor allen Dingen Science Fiction. Wenn wir jetzt mal weiterschauen und wir wandern zu heute oder vielleicht sogar ins Jahr 2019, da sehen wir eine ganze Menge an Dingen, die anfassbar sind. Die sind konkret. Da kann ich Prototypen testen. Das wird in den Labs bereits entwickelt. Und da sind auch verrückte Sachen bei. Gedankensteuerung, da sollen wir jetzt erstmal, naja, das ist doch Science Fiction, zeige ich gleich, dass das nicht ist. Wir sehen auch alle 10 Jahre einen neuen Mobilfunkstandard von 5G zu 6G. In Asien wird ab 2027 6G pilotiert. Es ist dann 100-mal schnellere Datenübertragung. Und das ganze Thema vielleicht auch herausgegriffen, KI-Kopien. Ja, ich trainiere einen Algorithmus, der begleitet mich tagtäglich und ist irgendwann vielleicht entscheidet, bereitet Entscheidungen genauso vor, schreibt, textet, spricht genauso wie ich selbst. Man könnte sagen, dann werden wir alle Manager, Managerinnen unserer eigenen Kopien. Also haben wir gleich noch, ganz spannend. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, je mehr man in einzelnen Bereichen gräbt und sich vernetzt und in Allianzen Dinge auch sieht, was passiert, desto weniger fantastisch sind sie. Und dann stellt sich oft gar nicht mehr die Frage, kommt das überhaupt, sondern wann. Und ich möchte natürlich das nicht nur so im Raum stehen lassen, sondern auch ein paar Exemplare zeigen, ein paar Eindrücke. Dann sehen wir dort oben links, Google Glass ist tatsächlich vom Markt genommen, aber die Studien basierten schon, dass man nur Kraft des Hirnstroms, der Gedanken durch das Menü navigiert. Automobilhersteller testen das gerade für das autonome Fahren in der Zukunft, also die Stimmung, in der ich bin, das wird erkannt und die Kabine erzeugt oder reagiert auf diese Stimmung. Ja? Beeindruckend. Wir sehen auch dieser Kerl da, ja, das ist jetzt kein Scherz, der leckt am Laptop. Ja? Das ist ein Erdbeerkuchen. Und die Elektrode, die simuliert im Grunde genommen den Geschmack. Ja, oder wir sehen daneben das Gerät, das repliziert 300.000 Gerüche aus Kartuschen. Wenn wir also über das Metaverse, das Urban Metaverse sprechen, dann kommen immer mehr Sinne dazu. Nicht nur druckempfindlich, Geschmack, Geruch, das alles werden wir demnächst auch virtuell erleben. Die KI-Kopie, da sehen einen Kollegen von uns, den Oleg, mit dem wir heute schon sprechen können, der kann sich ins Publikum setzen und seinen Avatar, der reagiert dann auf uns. Und wir haben so Dinge wie Augmented Reality und VR natürlich, Meta und Co. mit dem Projekt Orion zeigt, dass wir demnächst auf der Brille auch sehr viel Content, Informationen auch in Städten dann zum Beispiel auf unser Display projizieren können. Also vieles gar nicht mehr so fantastisch, wenn man an der Oberfläche kratzt. Und die Kunst ist natürlich jetzt, aus diesen Bits und Pieces das zu einem stimmigen Bild zusammenzubekommen. Ja. Und das sehen wir hier, unser Picture oder eines unserer Pictures of the Future. Das stellt eine Situation in der Zukunft dar. In einer Stadt hat natürlich die Bürgerbeteiligung dann dabei, verschiedene Prozesse. Wir reden hier von Blockchain, Arbeitswelt der Zukunft. Wir haben das Thema Gedanken, haben wir auch mit aufgenommen. Metaverse und vor allen Dingen auch Sprachübersetzung. Das ist ja sehr rasant in den letzten Jahren. Ich gehe davon aus, in den nächsten 5 Jahren ist das Standard, dass wir in 1000 Sprachen in Echtzeit übersetzen können. Sprachbarrieren werden abgebaut und die Welt dreht sich dadurch noch ein bisschen schneller. Wir möchten heute insbesondere auf 3 Dinge eingehen, nämlich Technologie und Daten, Organisation und Prozesse und People und Skills. Ja, jetzt sind wir heute auf der Smart Country Convention und was mich und ich denke auch unser Publikum besonders interessiert, Heiko, was heißt das denn für die Verwaltung? Du beschäftigst dich tagtäglich mit Trends, mit Scouting von Trends. Was hast du denn gesehen? Wo bewegt sich dort der Staat hin, die öffentliche Verwaltung? Ja. Das ist eine ganz spannende Frage. Also wenn man sich das Thema Trendscouting anschaut, wir arbeiten professionell auch mit Trendscouts und in vielen Ländern zusammen, die spotten Phänomene und sagen, Mensch, das ist ein schwaches Signal, das könnte mal ein sehr wirklich wichtiger Trend werden. Und vor 10 Jahren haben wir für unsere Szenarioarbeit bei KPMG so ungefähr 30 bis 40 echt spannende Phänomene gefunden, branchenübergreifend, die wir in Szenarien auch diskutiert haben. Heute sind das pro Monat 200. Wahnsinn. Also da prasselt, das Innovationstempo hat einfach radikal zugenommen. Und vieles passiert eben auch in dem Bereich Verwaltung, Smart City, Kommune, Prozesse. Ja, wenn man danach sucht, da findet man eine ganze Menge. Wir können natürlich hier heute keine Vorlesung daraus machen, sondern
Das wird den Rahmen sicherlich sprengen, wenn wir auf alle Beispiele eingehen würden. Deswegen, ich glaube, du hast ein paar spannende rausgegriffen. Genau, wir haben ein paar spannende rausgegriffen. Wir sehen hier an dem Statement, das World Economic Forum und weitere Forschungsinstitute gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren bis 2030 700 Metropolen weltweit einen digitalen Zwilling haben. Das heißt, ich kann Verkehrsflüsse simulieren, ich habe Bürgerbeteiligung, wenn ich neue Bauvorhaben habe. Das ist nicht nur 2D auf dem Papier, sondern ich kann das mit Brille in VR, in AR auch erleben. Ich kann in die Gebäude reingehen. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl für das, was dann auch in bestimmten Bereichen der Stadt entsteht. Ihr seht hier aber auch Beteiligung, Bürgerservices, die virtuell angeboten werden. Ich finde das ganz spannend, Barbados, der Case, und das ist hier auch verlinkt. Die haben eine Botschaft in VR gebaut. Ja, man kann sich also dort informieren und in das Botschaftsgebäude in VR eintreten. Wir haben aber auch so spannende Dinge wie digitale Zwillinge für Krisenszenarien, ja, mit der Feuerwehr und Co., um das zu trainieren oder auch Dinge zu optimieren. Wir haben hier dieses Beispiel auch aus Sao Paulo, das vielleicht nochmal herausgepickt. Da hat jemand nämlich genau eine KI-Kopie von sich selbst, der Stadtrat, gerade im Wahlkampf konstruiert, bauen lassen, und die Bürger können also jetzt den Stadtrat auch immer in VR erleben und mit ihm diskutieren. Ja, super spannend, und das sind ja schon Dinge, die heute zum Einsatz kommen. Was glaubst du denn, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Gerade so im Hinblick auf das Thema Metaverse, Digital Twins, was können wir da im Bereich der öffentlichen Verwaltung erwarten? Genau, also wir haben ja hier schon einzelne Themen herausgepickt. Und wichtig war der Punkt eben, den ich gesagt habe, das Innovationstempo, das nimmt eben auch radikal zu. Ja, wir sehen durch die Technologien, durch künstliche Intelligenz etc., dass wir auch sehr viel schneller innovieren, viel mehr Impulse auch aufgreifen und verarbeiten können. Und ein wichtiger Punkt ist, dass wir viel zu häufig diese Technologien isoliert betrachten. Wir reden über die KI, der digitale Zwilling, Blockchain-Technologie, Metaverse, aber die befeuern einander. Und das kann man auch in der Forschung erkennen. Unter anderem gibt es Patentanalysen von 2,3 Millionen Patenten, und da sieht man, dass die technologieübergreifende Innovation, Crosstech, dass die schneller fortschreitet, rasanter fortschreitet als isoliert. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt aus der Forschung. Wenn wir mal in den Bereich Technologie und Daten reinschauen, habe ich euch das hier mitgebracht. Wir sehen auf der linken Seite eine ganze Menge an verschiedenen Technologien, auch Emerging Tech, ja, die jetzt aufkommen, wo wir sehen, erste Pilotcases werden gestartet, Leuchtturmprojekte, Roadmaps im Bereich der Verwaltung. Wir haben dort zum Beispiel Avatare, ein 3D-Abbild von mir. Wir haben das ganze Thema Web3 dezentral organisiert, ja, und in Bezug auf das Metaverse, dass wir vielleicht so, wie wir heute, Webseiten wechseln, ja, von Städten, von Unternehmen, Unternehmenswebseiten, so sehen wir in der Zukunft, dass wir mit einem 3D-Abbild von uns durch 3D-Welten schreiten. Ja? Also von der einen Welt, von dem einen Unternehmensgebäude in das nächste. Und das ist eine spannende Vorstellung, und da sind wir noch nicht. Warum? Das sieht man dort unten auf der Folie bei diesem Radar. Der ist schwer zu erkennen. Die Message ist auch nicht, dass wir da die Details erkennen, sondern diese ganzen roten Punkte, die Sie dort sehen. Jeder Punkt steht für ein Unternehmen, was eine Metaverse-Welt entwickelt. Ja? Und das kann einmal sein 2D, ich laufe durch eine 3D-Welt an meinem Bildschirm, am Handy, das kann sein mit einer Brille, das kann sein, dass das Blockchain-basiert ist und ich connecte mich mit einer Wallet, ja, wo bestimmte Assets drin sind, ich werde identifiziert. Oder das kann eben sein, dass es nur browserbasiert ist. Und diese Vielfalt, die haben wir. Deshalb ist, wenn wir über Metaverse und die Möglichkeiten in der Verwaltung sprechen, dann bedeutet das eben nicht immer nur VR, sondern eine ganze Menge an Devices und Möglichkeiten. Und die Geräte werden kleiner. Das sehen wir auch. Die ersten Menschen lassen sich chippen. Ja, das ist jetzt kein Scherz. Die lassen sich einen Chip in die Hand implantieren, einpflanzen. In den USA wird das angeboten von Unternehmen, dass sie sagen, du brauchst keinen Mitarbeiterausweis mehr, keinen Ausweis, sondern der ist in der Hand. Geht in die Hand rein. Genau. Es gab mal eine Konferenz, hat eine Kollegin das machen lassen. Ich habe mich nicht getraut. Ich bin mehr so der Theoretiker. Dann kann ich nachvollziehen. Das ist schon eine merkwürdige Vorstellung, kann ich das so stimmt, denken. Das stimmt. Ja. Und das ist ja Reiskorn groß dann auch. Ja. Ne? Und wir sehen, dass natürlich von den Tech-Anbietern daran gearbeitet wird, dieses Thema Gedankensteuerung oder ja, wie jetzt Meta, da hat man den Ring Neura Interface am Handgelenk, dass da eine ganze Menge passiert für die Interaktion Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und ich habe hier auch nochmal ein Video mitgebracht, das von einer KPMG US-Konferenz
wo eine Zukunftsforscherin, Kathy Heckel, gezeigt hat, wie das heute schon funktioniert. Und das, was Sie dort sehen, ist, sie hat ein Device und sie steuert das Programm nur mit ihren Gedanken und es hat ein paar Minuten gebraucht, um das anzulernen. Ja, also sie ändert die Farbe, sie lässt es schneien, Töne entstehen, ja, und das alles passiert schon gar nicht mehr mit der Hand. Und der Punkt, warum das wichtig ist, ja, ist, weil wir natürlich immer auch das als Vorlage haben. Vieles kommt eben aus Science Fiction. Wir nennen das in der Forschung Science Fiction Prototyping. Ja, das ist ein ganz starker Trigger für uns, auch in die Richtung zu entwickeln. Und die Gestensteuerung, die wir heute beispielsweise bei der Apple Vision Pro haben, die wir auch, ein bisschen Werbung an unserem Stand, kann man das testen, ja, das kommt, ist erstmalig eben auch sehr stark visualisiert worden in Minority Report, dem Bild, was wir hier sehen. Das kann man also bei uns hinten am Stand 202 auch dann mal live ausprobieren. Ja, du hattest das Thema Avatare gerade schon benannt. Ich glaube, das ist eins, das hier gerade in dem Bereich Organisation und Prozesse durchaus ein tragendes Thema in der Zukunft spielen kann und wird. Jetzt möchten wir Sie einmal gerne einbinden im Publikum. Es gibt zwar keine Millionen zu gewinnen bei uns, aber wir nutzen den Modus wie bei Wer wird Millionär mit A, B, C, D und würden Sie gerne einmal fragen, was glauben Sie denn, wie viele persönliche Avatare soll es laut Expertinnen und Experten im Jahr 2030 in den virtuellen, aber auch in den privaten Lebenswelten geben, die miteinander interagieren? Sind es A, 8,5 Millionen Avatare? Gerne einmal die Hand heben, wer sich für Antwort Milliarden. A, Milliarden, Entschuldigung, Milliarden. Für Antwort A entscheiden würde. Ja, wenige. Antwort B, 500 Millionen Avatare. Es werden schon ein bisschen mehr. C, 1 Milliarde. Noch mehr. Und 20 Millionen, Antwort D. Na, da wird's ein bisschen. Ah ja, hier vorne hatten wir noch ein paar Hände, da wird es ein bisschen dünner wieder. Magst du es auflösen, Heiko? Ja. Es sind tatsächlich Antwort A 8,5 Milliarden. Also die wenigen, die sich da gemeldet hatten, hatten tatsächlich recht. Es erscheint auch mir wahnsinnig viel, aber es geht in die Richtung. Und von daher, Heiko, lass uns doch nochmal auch das auf das Thema öffentliche Verwaltung münzen. Ja. Wie können wir uns denn Avatare in der öffentlichen Verwaltung konkret vorstellen? Genau, genau. Also Avatar ist ja ein 3D-Abbild von mir, auch wenn das in einzelnen Anwendungen, die wir heute kennen, so ein bisschen comic-mäßig aussieht, ja, gehen wir davon aus, dass es in den nächsten Jahren fotorealistisch wird. Ja. Ja, und es hat auch sehr prominentes Video von Mark Zuckerberg gegeben, was quasi schon in so einer fotorealistischen Umgebung stattgefunden hat. Ja, und das bedeutet dann natürlich, dass ich gerade, wenn ich das auch mit künstlicher Intelligenz koppel, ein Abbild von mir trainieren kann, ja, mit bestimmten Inhalten und den Avatar für mich sprechen lassen kann. Das heißt, wir bekommen Stellvertreter, Stellvertreterinnen in bestimmten Bereichen und es gibt ganz, ganz viele simple Anwendungen, zum Beispiel während der Urlaubszeit, eine Out-of-Office. Ja? Das heißt, ich möchte mit jemandem Kontakt aufnehmen. Ich sehe den Avatar auf meinem Screen, ich kann den auch in VR erleben und diese Person spricht zu mir und sagt, ich bin gerade eine Woche in Urlaub, entweder du fragst mich das jetzt und ich kann dir vielleicht bei einfachen Fragen schon helfen oder aber du wartest eine Woche und dann kannst du den Termin direkt bei mir wahrnehmen. Das ist ein sehr, sehr simples, simple Lösung, aber die simplen Szenarien sind halt oft auch der gute Einstieg. Ja, und sehr anschaulich. Ich kann mir das gut vorstellen. Statt der Mail, die man dann zurückbekommt, hat man hier doch eine etwas persönlichere Interaktion dann. Genau. Wir haben da auch ein paar mehr Beispiele mitgebracht, weil es natürlich unser ganzes Leben prägt. Ja. Ja, also wir haben unseren Life-Coach dann immer mit bei uns als Avatar, den Fitness-Avatar. Eine Person wird auch selber viele Avatare haben. Für die Arbeit gebrandet auch. Ne? Also es ist dann sehr, sehr offiziell, der Avatar, den ich nutze. Wir sehen hier Beispiele, das reicht dahin bis zu dem Avatar oder der KI, die mich berät in Bezug aufs Horoskop, plakativ hier. Es gibt erste Personen, die sagen, naja, meinen Partner, Partnerin wähle ich mir als Avatar aus, ich brauche gar keinen mehr im realen Leben. Auch das sehen wir gerade, dass das aufkommt. Und wenn ihr mich jetzt fragt, naja, wie geht es mit KI und Co. weiter, was ist da so der nächste Schritt? Dann wird sehr intensiv daran geforscht, eine Universal-KI zu entwickeln, die ich an jegliche Fragestellungen und Probleme ransetzen kann. Momentan ist es ja narrow, schwache KI, die trainiert ist für bestimmte Lösungen und Fragestellungen. Und diese AGI, Artificial General Intelligence, könnte, das sieht man an dem Statement auf der rechten Seite, könnte ein Zusammenschluss von den vielen
von den vielen einzelnen GPTs oder KIs sein, die wir dann kombinieren. Mhm. Also ich glaube, es geht stark in Richtung demokratische Entscheidungen aus KIs oder aus einem Verbund heraus, um ein Set an Fragestellungen auch zu lösen. Ja, verstehe. Jetzt haben wir noch einen dritten Bereich gerade im Trend-Universum aufgemacht, und zwar das Thema People und Skills. Ja. Ich glaube, da werden sicherlich diese Avatare, die wir gerade beleuchtet haben, Veränderungen herbeiführen. Aber du hattest es gerade schon genannt, in aller Munde, das Thema KI. Du hattest mir in der Vorbereitung von einer Studie erzählt, wie KI die zukünftige Zusammenarbeit verändern wird. Das fand ich sehr spannend. Erzähl doch da gerne noch mal ein bisschen mehr zu. Genau, wir haben eine jetzt gleich auch auf der Folie, die wir zitieren. Mhm. Aber das ist sehr, sehr frisch aus Harvard. Ja. Dort hat man drei Teams gebildet und hat einer Gruppe gesagt, ihr bekommt eine wirklich mächtige KI zur Hand. Die ist super trainiert, die hilft euch beim Lösen all dieser Fragestellungen. Dann hat man einer zweiten Gruppe gesagt, ihr bekommt eine okay KI zur Hand. Ja? Die ist manchmal nicht so ganz optimal, da müsst ihr nochmal schauen, aber die hilft euch ja in der Vorbereitung, ihr seid schneller und so weiter. Und dann hat es eine dritte Gruppe gegeben, die haben nichts bekommen. Ja? Die sollten kreativ sein aus der Gruppendynamik heraus. Und ganz spannend ist, was am Ende das Ergebnis war. Ja, also man könnte jetzt sagen, die Super-Duper-KI, die hat zu dem besten Ergebnis geführt, war aber nicht so. Okay. Sondern wir Menschen, wir verlassen uns einfach dann sehr darauf, dass uns das Ergebnis auf dem Tablett präsentiert wird und denken und reflektieren vielleicht an der Stelle gar nicht mehr so sehr. Ja? Und das ist gefährlich und so sollte es natürlich nicht sein. Also die zweite Gruppe, der man gesagt hat, ihr müsst ein bisschen vorsichtiger sein, schaut nochmal drauf, die haben gemerkt, naja, das ist so vom Ergebnis her okay, aber lass uns mal darauf aufsetzen und noch ein bisschen weiterentwickeln. Und das Team hat dann mit Abstand auch die besten Ergebnisse eingefahren. Und das ist ja eben an der Stelle sehr, sehr wichtig, wenn wir mit neuen Technologien umgehen, mit künstlicher Intelligenz, neben dem, wir sagen, Technological Literacy, dass ich damit lerne, auch umzugehen und eine sehr, sehr gute Einschätzung bekomme in der Interaktion, ist es sehr wichtig, dass wir zukünftig Dinge hinterfragen und immer noch reflektieren. Und das sehen wir auch hier. Ein Kollege von der WHU hat eine ganz spannende Befragung gemacht, hat die Studierenden geteilt in zwei Teams, Gruppen und wollte zeigen, dass diejenigen, die sich als sehr kreativen Typ einschätzen, dass die natürlich ein sehr gutes Ergebnis und vielleicht sogar ein besseres Ergebnis haben mit künstlicher Intelligenz bei Arbeitsaufträgen als vorher. Und diejenigen, die sich vorher als eher analytischen Typen einschätzen, dass es denen gelingt, mit KI aufzuschließen auf die Kreativen bei der Bearbeitung von bestimmten Themen. Das Ergebnis war tatsächlich eher polarisierend. Okay. Das war überraschend. Wir Forscher lieben aber überraschende Ergebnisse. Das Ergebnis sehen wir auf der rechten Seite. Ja. Offensichtlich bei diesen kreativen Aufgabenstellungen hat es dazu geführt, dass die eher kreativen Typen einen Boost bekommen. Mhm. Und die analytischen denkenden Personen, die holen auf, aber in Summe verbreitert sich der Abstand. Ja? Und das ist also auch nochmal sehr, sehr wichtig, wenn wir über solche Technologien sprechen, über Arbeitstätigkeiten, die wir ausführen. Was ist der Kontext? Mhm. Welche Aufgabenstellung soll gelöst, bearbeitet werden? Was bin ich auch selber für ein Typus? Wie habe ich gelernt, damit umzugehen? Dann kann die Technologie an der Stelle natürlich auch ein toller Verstärker sein. Deshalb die Headline, kopflos mit KI in die Zukunft funktioniert nicht. Also ich nehme mit, es geht darum, mit der KI gemeinsam zu arbeiten und zu wissen, wie man sie nutzt. Und ich glaube, dann ist es eine Hilfestellung, mit der wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Genau. Unter Beachtung der Dinge, die sich einfach in der Technologie jetzt ergeben und von denen wir dann gemeinsam profitieren. Ja. Auch in der öffentlichen Verwaltung. Genau. Danke, Heiko. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. So ist es. Wir haben es ja mit, wir haben eine Backup-Folie dabei. wir Forscher sind ja auch natürlich immer vorbereitet. Ja, und das, was Sie hier sehen, ist eine Szenariostudie, die wir aktualisiert haben. Ursprünglich ist das tatsächlich schon aus dem Jahr 2017, ist jetzt aktueller denn je. Und wir planen sehr, sehr gerne mit Szenarien. Es ist ein sehr mächtiges Instrument auch. Man kann sehr viele unterschiedliche Einflussfaktoren miteinander kombinieren. Ja, es ist also nicht nur, dass ich etwas extrapoliere oder zwei, drei Einflussfaktoren betrachte. Und die Frage ist halt, wie werden wir leben? Ja, also keines der Szenarien tritt wahrscheinlich genauso ein, sondern es geht darum, Impulse, neue Elemente auch zu diskutieren. Und das mag vielleicht das Szenario 1 sein, ja, ein neues Schlaraffenland oder vielleicht ein Land, wo wir Denken ohne Grenzen sehen.
Bei Szenarien spannt man den Raum auf entlang von Kernunsicherheiten und eine Kernunsicherheit, die uns alle umtreibt, ist, naja, was ist denn das Vertrauen von uns in künstliche Intelligenz in der Zukunft? Ja, ist das, das sehen wir oben, ja, ist das ein sehr, sehr großes Vertrauen oder ist das eine Dämonisierung vielleicht schon, dass wir in der Zukunft 2040 vielleicht sagen, naja, wir müssen das Ganze ein bisschen zurückdrehen. Mhm. Ne? Oder die X-Achse, leben wir in einer sehr stark regulierten Welt. Ja, und das Gegenteil, wenn ich in die Zukunft schaue, könnte natürlich sein, KI entscheidet sehr autonom. Wir sagen heute, wir sind diejenigen, die das benutzen und die Entscheidung am Ende treffen. Aber man kann ja auch bei vielen Entscheidungen sagen, nö, ich habe das regelbasiert und die KI entscheidet für mich und bestimmte Dinge sind dann autonom. Und wenn man das kombiniert, Vertrauen mit reguliert, reguliert mit Misstrauen oder autonom mit Vertrauen, dann spannt man natürlich eine Szenariowelt auf, die man mit Leben füllen kann. Und das haben wir hier gemacht. Da diskutieren wir eine Open-KI- und Demokratisierungsbewegung in Szenario 1. Das heißt, jeder hat Anspruch, ne? So ein bisschen wie auf dem Fernseher braucht, hat jeder Anspruch auf eine untrainierte, tolle KI, die ich dann immer bei mir habe. Innovationszyklen haben entsprechend abgenommen und wir sprechen hier vielleicht auch über ein Grundeinkommen, eine Roboterbesteuerung in dem Szenario. Im Szenario 2, Denken ohne Grenzen, haben wir vielleicht sogar eine KI als Chef. Und immer mehr Menschen sagen, sie finden das cool. Ja, also wir haben das ja auch bei uns diskutiert in Workshops. Man sieht auch von Branchenverbänden, dass junge Menschen sagen, ja, das ist ja dann nicht subjektiv, sondern objektiv. Mhm. Und eine KI als Chef kann ich mir sehr gut vorstellen. Chef, Chefin. Spannende Vorstellung. Ja, und man sieht natürlich in Szenario 3 die Diskussion, wie auditieren wir das? Was ist das Thema Compliance und Roboethik? Und was haben wir für Mechanismen, wenn etwas vielleicht auch nicht so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen? Also wir nennen das hier in dem Szenario den Notausschalter. Ja. Und unten rechts, das ist das Szenario, was wir gerade eben diskutiert haben, wo es rund um das Thema allgemeine künstliche Intelligenz geht, die wir an jede Fragestellung setzen können. Wir haben das dann Community of Things genannt. Wir haben heute ungefähr, je nach Studie, 13 Milliarden IoT-Devices, Internet der Dinge, Geräte, die IP-fähig sind. Und das sollen bis 2030 30 Milliarden sein. Es kann dann auch Stuhl, Tisch, Kaffeemaschine, ist es sowieso schon, Hersteller, die sind IP-fähig. Und the next step ist dann tatsächlich, dass die Dinge nicht nur IP-fähig sind, sondern smart. Wer weiß, vielleicht sagt uns dann der Tisch, oh, aus Arbeitsschutzgesichtspunkten stehe ich da falsch, setz mich mal ein bisschen zur Seite. Sehr spannend. Ich glaube, ein weiter Blick, der hier aufgemacht wird auf die Zukunft mit verschiedenen Szenarien, wie wir natürlich dann auch mit der Möglichkeit, die uns die Technologie gibt, umgehen, ist ja letztendlich dann etwas, was menschgesteuert ist und was wir gemeinsam als Gesellschaft auch entscheiden. Von daher ganz herzlichen Dank, Heiko. Ja. Spannende Einblicke und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Mehr Zukunft an unserem Stand. Dankeschön. Und mit der Einladung können wir noch schließen. Am Stand gibt es noch mehr. Vielen, vielen Dank, Heiko von der Gracht. Vielen, vielen Dank, Mareike Barth, für, dass Sie uns beide ein bisschen mitgenommen haben in die Zukunft und hier schon mal ein paar sehr weitreichende Szenarien aufgemacht haben. Wir wollen weiter.